Monatsübersicht. Verspätete Monatsübersicht. Verspätete Monatsübersicht. Ja, dieses Kanal-Update ist mal wieder absolut verspätet. Monatsübersicht. Verspätete Monatsübersicht. Viel zu viel verspätete Monatsübersicht. Und diese Monatsübersicht ist viel zu viel verspätet. Aber ich mache sie trotzdem, weil ich Zuschauer habe, die erwarten, dass ich das mache. Und hallo Freunde, hier ist wieder Papa Keks und ich heiße euch herzlich willkommen zum neuen Kanal-Update für den September 2016, haben wir ja schon. Ja, wer diese Anspielung im Intro gerade übrigens verstanden hat, der bekommt einen Keks. Und ja, fangen wir einfach mal an. Juhu. Und es hat sich mal wieder im Inhalt wahrscheinlich nichts geändert, weil ich bin einfach zu unkreativ, da irgendwas zu machen. Wir haben Neuigkeiten, neue Abonnenten und die Statistiken vom letzten Monat. Reicht ja auch, oder? Ich hoffe. Okay. Neuigkeiten haben wir ein paar. Und zwar einmal habe ich ein neues Intro gemacht. Das habe ich ja schon hochgeladen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe jetzt nicht so viel Arbeit da rein investiert, aber ein bisschen. Und das reicht ja auch, ne? Also ein bisschen, ich hoffe, ist ganz okay. Ja, dann haben wir noch Overwatch Season 2 ist gestartet. Ich müsste mal wieder Overwatch spielen. Wer will mit mir Overwatch spielen? Meldet sich jetzt bitte freiwillig. Oh nein, ich habe einen Rechtschreibfehler. Ah, Rocket League bekommt Microtransactions. Ich kann nicht mal Rocket League mehr richtig schreiben, ich bin so schlecht. Ja, und zwar ist nämlich vor kurzem, nämlich gestern, das Rumble-Update gekommen, 1.2 irgendwas, und da gibt es einen neuen Spielmodus und ein paar neue Karten und Microtransactions. Und was es damit genau auf sich hat, das zeige ich euch noch in einem späteren Video. Das kommt dann noch irgendwann mal. Und wir haben, das finde ich total toll, also das finde ich super toll, wir haben einen neuen Hit-Indikator für Payday 2. Freut euch! Warte sofort! Also, ich finde das toll, weil vorher war der immer noch total verbuggt und alles und hat immer in eine ganz andere Richtung gezeigt. Tut er wahrscheinlich immer noch. Aber jetzt ist er blau, wenn man noch eine Rüstung hat und die getroffen wird. Das hat er jetzt nicht gesagt. Doch. Nein, doch. Oh, ist krass, oder? Also echt, ich finde das toll. Macht gefühlt keinen Unterschied, aber na gut. Dann haben wir zwei neue Abonnenten, nämlich einmal den Dovakin 2.0, der hat vor einem Monat abonniert, und den Louis Helwig vor 3 Wochen. Dankeschön an euch, ich liebe euch total gerne und spammt mich voll mit Kommentaren und Likes und Abonnenten. Nein, bitte nicht. So, dann kommen wir zu den Statistiken von letzten Monat. Wir haben eine Gesamtaufrufzahl von 166 Views. Das ist nicht wirklich viel. Nicht wirklich viel, nee. Fast nur die Hälfte von dem, was wir letzten Monat hatten, nämlich 1018. Dann haben wir 416 Minuten Wiedergabezeit. Waren vorher auch nur 616. 2 neue Abonnenten, 6 im Vormonat. Aber wir haben insgesamt mehr. Wow. Super. Ich bin begeistert. Ist ja auch so schwer, das zu schaffen. Nein. Dann eine durchschnittliche Wiedergabedauer von 2 Minuten und 30 Sekunden. Das ist auch mehr als letzten Monat. Dann haben wir 4 Likes. Die sind deutlich zurückgegangen. Also Leute, liked mehr die Videos, ja, liken, ganz wichtig, liken, nicht disliken, nein, liken, ganz wichtig, ja, und 2 Dislikes. Das macht mich traurig. Das macht mich sehr traurig. Das ist sehr traurig. Das finde ich nicht gut. Na gut, Schluss mit den Sentimentalitäten. Dann haben wir die Top 10 Videos, mal wieder. Die Zahlen sind jetzt diesen Monat nicht wirklich beeindruckend, aber es ist okay. Wir haben auf Platz 10 Payday 2 Update 101 mit 3 Views. Auf Platz 9 die Spielvorstellung von Joyloppy mit 3 Views. Auf Platz 8 das, ja, das Öffnen des Biker Saves in Payday 2 mit 4 Views. War das jetzt richtig, der Satz? Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Dann haben wir Overwatch, den Lucio Bug. Es war ein Bug,
Ich denke, es war ein Bug, egal. Mit 5 Views, also man sieht schon interessanterweise, wie hier Videos von vor zwei Monaten noch hier immer noch in den Statistiken sind. Das ist ja wunderbar. Also, ne? Dann haben wir auf Platz 6 das Infovideo mit 8 Views, wo ich ein bisschen über Windows 10 hergezogen habe. Aber das war unberechtigt, denn jetzt geht ja alles wieder. Ich bin glücklich. Total. Dann haben wir den Let's Show, das Let's Show vom Boost Simulator 2016, erst vor ein paar Tagen erschienen. 16 Views. Das ist gut. Das freut mich. Dann das Overwatch von noch ein Overwatch-Video. Verzeihung. Dann haben wir noch ein Overwatch-Video, nämlich Reinhardt lernt fliegen auf Platz 4 mit ebenfalls 16 Views. Habt das Video ja vielleicht gesehen. Ich fand es ganz lustig, also ne, wie er da so total übertrieben über die Karte fliegt. Dann sind wir nochmal bei Payday 2, nämlich den Biker Packs. Auch mit 22 Views. Das Update 100 mit 24 Views auf Platz 2. Und was wird wohl auf Platz 1 sein? Ja, schreibt es jetzt in die Kommentare, weil ich es ja nicht in 2 Sekunden auflösen werde. Es ist Overwatch! Das Dorado Easter Egg mit 39 Views. Ja, und darunter seht ihr wie immer mal wieder ein paar Daten, weitere Statistiken, nennt es wie ihr wollt. Der weibliche Anteil an Zuschauern ist wieder mal gestiegen, um einen ganzen Prozent. Ey Leute, das läuft gut! Ich bin begeistert. Und das war's auch schon wieder für das Kanal-Update für den September. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht kommen wieder mehr Videos. Habe ich schon die letzten 2 Monate gesagt. Aber, naja. Vielleicht diesmal wirklich. Mal gucken. Und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Mein Name ist Papa Keks. Und bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.